6. Leider kein Schneebesen. Mit Kokosmilch oder wie das heißt. Meine Köchinnen, meine Putzfrauen, gell, die kaufen komische Sachen ein. Wir machen auch die Tage, machen wir auch ein bisschen Bolognese. Haben wir schon hier geholt. Was war das hier? Läuft es los? Die Fernbedienung, guck mal. Ja, ein bisschen schneller. Gib ihn. Los. Schon geht er schneller hier. Zeig dann einmal ein bisschen langsamer. Ne? Langsamer. Noch langsamer. Licht an. Zack, Licht aus. Zack. Merkt ihr was? Der hört auf mich. Guck mal hier. Bin ich hergekommen. Bondegard Aufkleber gefunden. War's auch. Danke. Was noch? Ja, Rossmann. 15 Euro Rossmann, gib die neu. Kauf auf 20, nicht Kauf auf 10. Aber geht, kauft das nicht, das ist nicht gut. Das war gut. Während wir hier MTV Cribs gemacht haben, können wir behaupten, dass die Pfanne heiß ist. Jo Leute, ich hab vergessen weiterzumachen. Hä? Muss ja auch live dabei sein. Also, wir machen hier. Wie heißt es? Pfannkuchen machen wir gerade. Bei Bandekasterhaus. Und dann sagt ja bekanntlich der Erste, geht immer in die Hose. Aber seht ihr ja, wie der aussieht. Knackig braun. Jetzt hab ich schon vier Stück gemacht. Vier Stück. Vier. Einen haben wir gegessen. Drei. Ein dritter also. Also reden wir nicht mehr über den Ersten. Der Erste ist schon weg. Und die verbrannt aber so komisch. Den esse ich. Ja, okay. Den probieren wir mal. In der Not würde ich ihn auch essen. Erstmal die da. Erstmal die da essen. Erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen, Jungs, Mädels. Ihr müsst auch sauber machen, nachdem ihr was gemacht habt, natürlich, gell? Meine Putzfrauen, die nehmen das nicht so genau. Chillen lieber in meine Finca, anstatt mal sauber zu machen. Okay. Ich zeige euch, wie es spülen geht. Bisschen Curry rein. Hier, zack, fertig aus. Bum, bum, bum. Ah, wir haben auch sowas, sowas. Nur, also plus 60, die dürfen mit Spülmaschine spülen. Aber alles drunter, schämt euch. Bald mal Spendenkonto auf. Bandegas, hilf Bandegas. Für sein M5. Aber nicht nur M5, ihr müsst auch ein bisschen Urlaub sponsern. Klamotten ein bisschen, ihr wisst schon. Ganz simpel. Wenn schon, denn schon, oder? 1:09 reicht. Sie mit Ferry, 2,15 Euro. Von Mercia, von China. China Mercia. Chinesische Markt, da werden wir auch vielleicht mal reingehen. Auf jeden Fall, Ferry hat alles krokizuki sauber gemacht. Guck mal, hier noch eine Luftblase. Seht ihr die? Ja, dann, wir sehen die. Seht ihr, wir sehen die. Ja, zack, ich wollte drauf hier raus. Zack, fertig. Fertig, Mädels. Weiter geht's. Tihua, Schule. Ist schon gut, meine Kleine. Ein wahrer Gentleman würde einem Schulmädchen niemals etwas tun. Nee, wer sind? Ja. Was machst du dir für einen Scheiß zusammen? Eiszeit, Jungs, Mädels. Besser als Orangensaft. Nach Netflix oder was weiß ich, was ich jetzt eben letzte Tat gemacht habe, machen wir jetzt Claro Daro. Was machen wir? Kochen natürlich. Ich zeige euch gleich, wie es abgeht hier. Warte.
Erstmal alles reinmachen, ich komme gleich wieder. $400 Hackfleisch. Rinderhackfleich nochmal, weißt du warum? Wisst ihr warum, besser gesagt? Wir haben ja mehr als nur ein Zuschauer natürlich. Warum wohl? Weil wir es haben. Kostet mehr. Und alles, was mehr kostet, ist besser. Zum Beispiel ein Abo kostet bei Bondegast nichts. Aber das ist was anderes. Ich muss noch würzen, wenn man darf ich euch nicht zeigen, wie das geht. Und natürlich müsst ihr das Fleisch auch würzen, ja? Ich will jetzt keinen Namen sagen, aber ich kenne da so eine Dame, die würde jetzt das Fleisch nicht würzen, die würde es einfach im Backofen schieben. Ein Gaumenschmaus kommt natürlich raus, Jungs, Mädels. Ich bin schon ein bisschen eingerostet mit dem Kochen. Schon lange nicht mehr gekocht. Warum? Wisst ihr doch warum. Moni hat keine Küche. Er hat nur noch eine Underground-Küche, aber da wird nicht gefilmt. Falls jemand Mitleid hat, kann er auch natürlich sponsern. Aber bitte nicht von dir die alte Küche oder so. Wenn schon, denn schon, könnt ihr auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, Poco gehen, mir diese eine Couch kaufen, die 3 Meter. Da gibt es noch eine andere, 3,60 Meter. Die passt noch besser, die kostet aber 500. Der andere kostet nur 400, aber die hat mir nicht zugesagt, Jungs. Aber falls ihr das, aber egal, ein geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, aber mit Kassenbon bitte. Dann ist okay. Auf jeden Fall bin ich hier am Anbraten. Hier, das brutzelt auch schon, die Tomaten. Ich wollte eigentlich nur Tomatenmark, aber hier sind noch ganze Tomaten drin. Ne? Das ist ja Vitamin B, wisst ihr? Muss man auch. Heute habe ich Vitamin D getankt, Sonne. Jetzt noch Vitamin B. Dann B1. Ihr wisst schon genau, was ich meine. Ihr wisst nicht, was ich meine. Weil Lidl nur noch Pizza isst. Von Lidl Pizza. Klar muss ich euch Opfer zeigen, wie man das würzt, sonst verkackt ihr das wieder. Ich mach hier einfach ein bisschen Pfeffer rein, Mann. Pfeffer ins Fleisch. Umrühren natürlich. Paprika wären auch nicht schlecht, wenn ihr die zu Hause habt. Falls nicht, ja, kauft ihr beim nächsten Mal ein. Dummköpfe. Geiert nicht bei dem Essen. Und ihr könnt auch Ja-Produkte kaufen, die sind auch sehr gut. Ich kaufe auch Paprika. Ja, Paprika. Hat ihr gesagt, hat jemand was gesagt? Ja, wir haben Paprika. Ich glaube, eine von meinen Putzfrau hat irgendwas gesagt. Ich habe sie nicht verstanden, ich kann zwar Spanisch. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr euch Paprika kaufen, wenn es nicht da ist. Ich gucke mal in den Kühlschrank, kaufen. Bestimmt habe ich Paprika da. Ich wollte gerade sagen, Lüge. Gut gemacht. Auf Spanisch. Gut gemacht habt ihr. Bueno. Muy bien. Muy bien. Gut gemacht. Ein Salitos kriegt ihr. Und ein Tipp, wenn ihr Putzfrau sucht, immer ohne Aufenthaltsgenehmigung nehmen. Manzana auf Spanisch ist Apfel. Ich habe auch was Neues gelernt. Wichtigste an dieser Lektion, nicht in die Hand schneiden, sonst wird heute nicht mehr gekocht. Ich sag mal an die Männer zu Hause lieber, weil die Mädels heutzutage, keiner hat das drauf. Die können nur noch nerven, Alter. Die Mädels nerven nur. Ja, kein Wunder, weil ich schwul werden will. Hab schon die letzte Zeit ein bisschen
überlegt, das Ufer zu wechseln. Jungs, Mädels. Mädels, also Jungs, besser Gespräch mal die Jungs jetzt an. Boys, besser Boys. Nun jetzt Ladies. Und nimmt den deftig gerne. Ja. Wer will, kann sich melden bei Moni. Ihr wisst, wo ich wohne, Karl-Marx-Klasse. Ein bisschen Geld müsst ihr aber haben. Sonst lasst ihr euch nicht ran. Aber ich bin doch aktiv. Ach, was rede ich da, Alter? Und auf jeden Fall schnibbel dir das so klein wie möglich. Das ist dann gut dran. Jetzt habe ich schon das Fleisch da reingemacht, natürlich. Und Petersilie habe ich schon reingemacht. Jetzt Salz seid ihr dabei. Aber Jungs, Mädels, Salz, gell? Macht ihr ein bisschen nur. Bisschen Salz. Und dann später kann sich jeder andere noch mehr vertragen. Dieser Salz ist heilig. Und der kostet 3 Euro. 3 Euro der Salz, merkt ihr das? 30 Cent kostet normaler Salz, wir bezahlen 3 Euro. Wenn man kann, dann kann man es einfach fertig aus. Ja, habt ihr gesehen? Guck mal, was hier steht. Genießen. Die schütten wir auch rein. Warum? Weil wir es können. Teuerste Ware. Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Aber einfach mit Kreditkarte bezahlt natürlich. Du wirst doch. Oh, jetzt sieht das ein bisschen aus. Hackfleisch und noch die Bällchen, ihr Miesen. Oh, jetzt passt's. Noch Zwiebel haben wir rein. Jungs, wir braten die Zwiebel erstmal an. Wenn schon, denn schon. Erstmal schnippeln. Erstmal hier Nase abschneiden. Hier Nase abschneiden. Einmal so machen. Und dann nimmt ihr kleineres Messer. Zack. Und immer aufpassen auf die Finger, Mädels. Die Jungs wissen schon. Die sind schon gewohnt, mit Messer umzugehen, mit Butterfly-Messer von der Jugend. Ihr Dummköpfe. Naja, schnippeln wir gleich. Ich zeig euch später, wenn es geschnippelt ist. Zack, ist dann der und dann machen wir zusammen den Topf. Okay. Leider habe ich Bondegas vergessen gehabt für ein paar Minuten. Da habe ich schon Knoblauch reingemacht, Zucchini reingemacht. Was habe ich noch reingemacht? Zwiebel habe ich auch reingemacht, wo ich mit euch reinmachen wollte. Das habe ich als Rest vergessen gehabt. Na gut, ich glaube, die meiste Arbeit ist schon getan. Ich gucke nochmal in den Kühlschrank, vielleicht haben wir hier noch was für euch. Aber so sieht es eigentlich schon gut. Mais wäre gut. Mais, Jungs, Mädels. Mais, wenn ihr Mais zu Hause habt, haut den Mais auch rein. Und keine Angst, wenn ihr in die Toilette geht. Mais kommt wieder raus. Ein Stück, hat mein Putzfrau gesagt. Ich habe meinen Putzfrau Mozzarella genannt. Wisst ihr warum? Weil die gerne Mozzarella isst. Und nicht wie eine aussieht. Ah! Jetzt könnt ihr selber entscheiden, was davon wahr ist. So, Endspurt. Das hat jetzt, was weiß ich, wie lange das schon wartet. Fast 1,5 Stunden. Ihr Miesen. Köchelt das. Vor sich hin, gemütlich, auf Stufe 3. Ja, ja, ja. Ja, schön, ja. Alles. Super lecker, sag ich euch. Zigeunergeune. Yeah. Aha.
Leute von heute. Gleich geht's zum Strand. Wie viel haben wir dann, Alter? 9.25 Uhr. Gracias.